Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und gerade am Nvidia-Stand hier auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona. Und Nvidia zeigt hier Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, das auf diesem Android Tegra 3 Gerät läuft, nämlich dem Asus iPad Transformer oder auch nur dem neuen Transformer Pad. Ihr seht, es ist über Micro-HDMI-Kabel an diesen riesen Samsung-Fernseher angeschlossen. Und schauen wir uns das Spiel mal ein bisschen an. Sieht schon sehr cool aus, meiner Meinung nach. Und so wie man Sonic einfach vorstellt. Gesteuert wird das Ganze hier über einen ganz normalen Bluetooth-Controller. Der ist kabellos angeschlossen an das Tablet. Wir können also gemütlich auf der Couch sitzen und das Spiel spielen, also wie bei einer richtigen großen Konsole, also Xbox oder PlayStation beispielsweise. So, nochmal, das läuft auf dem Tablet hier. Das war Sonic hier auf dem Tegra 3 Tablet auf dem Mobile World Congress in Barcelona.